Hallo und herzlich willkommen zum Gebäudereiniger-Podcast. Solltest du das Video nebenbei dir anschauen, wirst du feststellen, ich bin heute nicht alleine. Und live bei mir, soweit wir von live mal sprechen wollen, ist der Carsten. Und Carsten habe ich lange, lange sowohl in dem Podcast erwähnt, dass ich ein Interview mit ihm machen möchte, als ihn auch gebeten, mal teilnehmen zu können. Jetzt ist der Carsten genauso viel beschäftigt wie vermutlich du auch. Das heißt, die Terminfindung war spannend, tolle Zeit. Danke an dieser Stelle, Carsten, dass es heute geklappt hat. Und ich habe mir überlegt, wir werden in den nächsten 15, 20 Minuten mal so Carsten seinen Werdegang durchgehen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die kennt der Carsten alle schon, nur dass ihr auch wisst, wie es hier abläuft. Nur möchte ich dir, bevor du dich zurücklehnst oder Auto fährst, was auch immer du gerade machst, dir kurz erklären, warum ich unbedingt mit dem Carsten telefonieren wollte. Ich werde es nämlich nie vergessen. Im Januar 2023, ja, habe ich das erste Mal mit Carsten Kontakt gehabt. Wir haben über Instagram geschrieben und wir, also reinigungspersonal.jetzt, wir waren gerade im Aufbau unserer Community, unserer WhatsApp-Community, um die es heute mitgehen soll. Und Carsten hat durchaus Interesse bekundet, da mal dabei zu sein. Ich habe gesagt, hey, lass uns doch einfach mal telefonieren. Und wir haben sage und schreibe 1,5 Stunden telefoniert damals. Deswegen sage ich ja, ich werde das nie vergessen. Und ich nehme dich jetzt mit auf die Reise, was beim Carsten seitdem passiert ist und wo er damals war. Also, ich bin jetzt mal ruhig und stelle mal die erste Frage. Carsten, wer bist du eigentlich und wer ist dein Unternehmen? Stell dich doch einmal vor. Ja, hallo, ich bin der Carsten von CD Premium, Inhaber von CD Premium. Ich sehe uns als regionalen Marktführer in der exklusiven Gebäudereinigung, hauptsächlich oder größtenteils private Haushaltsreinigung. Ja, das ist so unser Steckenpferd, würde ich sagen. Und da sind wir eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Vielen Dank, Carsten. Wie lange gibt es dich schon? Wie lange machst du das, was du jetzt machst? Also Also für die Zuschauer. ich habe angefangen 2018 in einem Nebengewerbe. Das heißt, ich war angestellt als Logistikmeister und habe dann durch Elternzeit von meiner Frau ein finanzielles Loch ein bisschen auffüllen wollen und bin, also etwas vorher war das, bin in die Gebäudereinigung gekommen und wollte das eigentlich nur kurz machen und habe dann relativ schnell festgestellt, so wie die das da machen, geht es deutlich besser. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, das selber zu machen. Und das war 2018. Du bist jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme, schon 6 Jahre in der Gebäudereinigung tätig. Ja. Sehr, sehr, sehr Und cool. vorher halt, wie gesagt, als Angestellt in einem Minijob, ne? Ja. Das war ein bisschen länger als nur kurz. Es waren letztendlich 2 Jahre, die ich da geblieben bin. Aber naja, manche Dinge brauchen Zeit. Ganz genau. Das ist heute auch das Thema des Podcasts, denn wenn ich dir jetzt die nachfolgende Frage stelle, haben wir natürlich die Betrachtung des Carsten von damals und des Carstens, der mit mir heute im Podcast sitzt. Und zwar, wenn du einfach mal heute aus der heutigen Sicht sagst, was waren damals deine größten Baustellen? Nicht nur im Wachstum deines Unternehmens, du wächst ja quasi jeden Tag, aber wo würdest du dich Was tat damals weh? Fragen wir mal so. Ja, also für mich die größte Baustelle war eigentlich das Zeitmanagement, also es zu schaffen in der Vollzeitbeschäftigung und dann im Nebenerwerb, ja, das richtige Zeitmanagement zu finden. Das heißt also, Private muss zurückstecken, Familie musste zurückstecken und hat mich da immer toll unterstützt. Ja, nur so muss ich sagen, geht das auch. Also es war ein hohes Zeitinvestment, was man da gefahren hat oder was ich da gefahren habe. Das war so die größte Herausforderung für mich. Nicht die Leistung, aber einfach das alles unter einen Hut zu kriegen. Und dann natürlich Preisgestaltung, selbstverständlich. Ich glaube, das begleitet einen eigentlich ständig. Das hört irgendwie nicht auf. Man hat ständig neue Anforderungen oder Herausforderungen und man muss da immer entsprechend reagieren, ne? Aber das sind die zwei Dinge, die am Anfang, ja,
mich sehr beschäftigt haben. Also ich fasse nochmal zusammen, damit wir es richtig haben. Das Zeitmanagement, beziehungsweise wie verkaufe ich meine Zeit möglichst wertvoll, plus auch nochmal an dieser Stelle von mir ein Danke an seine Frau. Die hat uns nämlich vorhin den Technik-Setup eingerichtet. Auch das muss an dieser Stelle mal erwähnt werden. Also vielen, vielen Dank an deine Frau. Und das Danke, was du ausgesprochen hast, ich möchte es nur nochmal unterstreichen, wirklich mega, wenn so ein guter Zusammenhalt in der Partnerschaft ist, dass das auch mal für ein paar Jahre nicht ganz so ruhig laufen kann. Ich weiß ja, was du für ein Arbeitspensum hattest. Und das ist, also ich ziehe meinen Hut, sowohl vor dir als auch vor deiner Frau, sowas durchgestanden zu haben. Und für alle, die das hier hören, ja, das ist durchaus möglich, eine Beziehung durch diese Zeit durchzubringen. Ganz wichtig, Carsten kennt das Geheimnis. Also wenn ihr es wissen wollt, schreibt den Carsten an. Der hat das Geheimnis, wie eine Beziehung durch so eine Zeit durchgetragen wird. Gut. Wir hatten an dieser Stelle ursprünglich eine Frage, die ich jetzt ein wenig ummünzen möchte. Und zwar, ich benutze gern den Begriff Mindset. Das weißt du ja, du bist ja auch regelmäßig Teil der Community, bist regelmäßig Mittwochabends dabei. Und ich behaupte immer, 80% des Erfolges sind basierend darauf, wie du denkst, und 20% sind Strategie. Wenn das so richtig ist, also auch in deiner Welt, Carsten, als auch in der des Zuhörers, dann gestatte mir folgende Frage. Wie hast du dich verändert dahingehend? Was würdest du sagen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, es hat ein Umdenken stattgefunden in meinem Kopf. Definitiv zum positiven Mindset. Ich kann da ein Beispiel nennen, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt oder wenn man etwas, wenn man eine Herausforderung bekommt und man sagt sich, das kann ich nicht. Oder das kann ich nicht umsetzen oder mir fehlen die Mittel, hört es schnell auf, dass man weiterkommt. Und ich habe eigentlich in der Zeit extrem gelernt, diese Gedanken nicht zu haben, sondern über den Tellerrand hinauszuschauen, was ich früher auch schon gemacht habe, aber auch in dieser Situation einfach zu sagen, hey, ich gehe mal an neue Wege, ich gehe mal andere Wege. Und da ist der Gebäudereiniger Gruppencall für mich eine super große Hilfe gewesen, weil da ja super viele Leute mich echt dahingehend extrem unterstützt haben, indem sie einen bekräftigt haben und gesagt haben, hey Carsten, das kannst du schon. Nun weißt du vielleicht noch nicht wie, aber wir können es dir sagen, wie es geht. Letztendlich umsetzen muss man selber, man muss auch den Mut haben, aber das auf jeden Fall kann ich unterschreiben. Also man kann nur erfolgreich sein, wenn man halt auch dran glaubt. Ne? Man kann nur Dinge schaffen, wenn man dran glaubt. Und das sind die 80%. Ja. Ja, definitiv. Wenn du möchtest, darfst du, ich weiß ja, um wen es geht, bei dem du dich gerade bedankt hast. Das überlasse ich jetzt dir, ob du dich bei den Leuten auch nochmal bedanken willst. Ich weiß, die hören den Podcast. Von daher, dein Danke wäre hier öffentlich sehr gut angebracht. Ja, also ich sage auf jeden Fall und sehr, sehr gerne herzlichen Dank an den Daniel, herzlichen Dank an den Peter und an den Tobias. Alles Gebäudereiniger, Unternehmer, die mir sehr geholfen haben. Ja, zum Beispiel der Tobias, kann ich kurz erzählen, der hat, es ging damals um das Thema Rheinwasser, Glasreinigung. Damit habe ich noch nicht gearbeitet. Die haben mir alle geholfen, aber er nochmal speziell mehr. Wir haben uns dann getroffen bei ihm in der Nähe in Oberhausen und er hat mir eine Teleskopstange zur Verfügung gestellt, damit ich da in die Thematik mal reinkomme und das ausprobieren kann. Ich weiß nicht, ob ich habe mich vorher schon damit beschäftigt, aber dieser letzte Anstupser zu sagen, okay, ich fahre dahin, wir machen das und dadurch konnte ich in diese Rheinwassertechnik einsteigen, ne, und die kennenlernen und benutze sie heute. Also, ich muss sagen, du bist ja jetzt auch stolzer Besitzer, ne? Ja, also definitiv. Also vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Sehr, sehr. Ja, also das ist Austausch-Community auf Augenhöhe. Was Carsten unterlassen hat zu sagen, was ich aber cool finde, ist, dass das zwei von drei Leuten sind Gebäudereinigermeister. Das heißt, es sind auch Meister, die sich nicht zu fein sind für irgendwas und sagen, die sitzen nur noch auf dem Schreibtischstuhl und leiten ihre Firma von da, sondern tatsächlich diese Treffen, die habe ich immer schon befördert. Ich kann nicht bei jedem dabei sein, weil sie über ganz Deutschland mittlerweile in unserer Community vertreten sind.
Nichtsdestotrotz probiere ich es, keine Frage. Sonst weiß ich, diese Treffen sind immer unglaublich cool gewesen und es sind viele coole Ideen daraus hervorgegangen, korrekt? Ja, absolut. Das ist das Wichtigste. Wenn du, und du brauchst keine direkten ZDFs nennen, also Zahlen, Fakten, Daten in Prozent, wenn du magst, wegen mir auch echte Zahlen. Du hast ja mal angefangen mit, das weiß ich jetzt aus der Erfahrung, mit verhältnismäßig niedrigen Stundensätzen. Und wie haben die Leute, also es ist nicht alles, nur dass sie auch meine Zuhörer das wissen, es ist nicht alles meine Arbeit, was da passiert ist. Das ist die Community, wo ich den Rahmen für schaffe. Und ihr arbeitet ja, in Anführungsstrichen, arbeitet auch unter euch. Ihr habt es gerade gehört, die privaten Treffen, als auch der Austausch. Wir haben es heute Morgen erst wieder gehabt, wo es darum ging, wie kalkuliere ich das, beziehungsweise auch die Erfolgsmeldung. Ich habe den Auftrag mit der Kalkulation bekommen. Also da ging es um Unterhaltsreinigung mit jenseits der 40 € Stunden Verrechnungssatz und Grundreinigung jenseits 50 €. Also es sind solche Themen in der Community. Wie hat dich das berührt und weitergebracht? Also ich kann da mal ein bisschen ausholen. Ich weiß noch, mein erster Kunde, damals war, habe ich noch Handwerkerleistungen auch angeboten. Und mein erster Kunde, kann ich offen sagen, den habe ich 20 € in Rechnung gestellt. Ja, wie gesagt, das war ein Nebengewerbe, es war eher ein Taschengeld. Aber ich habe mich dann natürlich weiterentwickelt und sehe heute auf jeden Fall, also dass eine Unterhaltsreinigung definitiv mindestens 35 €, sage ich mal, in Rechnung gestellt werden sollte. Das ist so für mich ein Richtwert. Besser ist natürlich, wenn das noch ein bisschen höher ist. Aber das kann man erreichen mit guter Leistung auf jeden Fall. Ne? Und halt auch nicht kurzfristig, sondern Leistung sollte lange erbracht werden. Ja, und dann hat mir das auf jeden Fall geholfen, in der Community zu sagen, zum Thema beispielsweise, vielleicht kommen wir da noch hin, Pauschalpreise, Preisänderungen, das umzusetzen, das war auch ein großer, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt vorgreife, Alex. Du greifst ja gar nicht vor, weil es mögen zwar Fragen im Hintergrund existieren, aber ich möchte, dass das hier echt ist. Und ich finde gerade spannend, dass du das Thema Pauschalpreise aufbringst, weil dazu habe ich eine kleine Zwischenfrage. Hast du Angst gehabt, als du das erste Mal deine Preise massiv erhöht hast, dass dir Kunden abspringen? Angst nicht, aber Befürchtung würde ich auch nicht sagen, aber mir war es bewusst, dass es passieren kann. Ja. Aber ich habe gleichzeitig die Gedanken auch oder die Einstellung, die Kunden, die das nicht mitgehen möchten, die können gerne, das akzeptiere ich natürlich, aber die können gerne woanders versuchen, ihre Dienstleistung zu bekommen. Ja, also es war klar, dass da der ein oder andere nicht mitgehen wird. Aber dafür ist dann Platz für neue. Ne, ja. Sag ich mal. Das ist einfach spannend, diese Sätze so von dir zu hören. Weil häufig ist es, wenn jemand neu in unsere Community kommt und wir sprechen über Preise, das kann ich nicht, das mache ich nicht, habe ich Angst, dass ich Kunden verliere. Und bitte, übernimmt den Satz, den Carsten gerade gesagt hat, ein Kunde, der geht und nicht einen Preis bereit ist zu zahlen, macht einfach nur Platz für einen Kunden, dem du das wert bist. Definitiv, ja. Preise sollten also gerechtfertigt sein, definitiv auch, ja, also nicht überspitzt. Aber man sollte auf jeden Fall auch seinen eigenen Marktwert kennen und auch sich an dem orientieren und auch den sich, ich sag mal, nicht drücken lassen, ne? Weil das führt auch zu nichts. Wenn man sich treiben lässt durch Preisanfragen oder Rabatte, kommt man nicht weiter. Ja, man bleibt dann irgendwie auf der Stelle, es fehlt Geld für Investitionen, ja, und Ausfallzeiten können schwieriger kompensiert werden, alle so Sachen, die einen nicht wirklich weiterbringen. Aber zum Thema, was ich noch sagen wollte, zu der Pauschalpreiseinführung, das war auch etwas durch die Community, dass ich den Tipp bekommen habe, erstmal das zu machen von euch und auch wie ich das umsetzen kann, dass es auch gerechtfertigt ist, das Wissen von euch zu bekommen,
es ist gerechtfertigt, das so zu machen. Ja, und das eröffnet natürlich ganz neue Wege. Ich habe damals zum Beispiel, ich habe die Fahrzeiten nicht mit berechnet. Die waren nicht mit in meiner Kalkulation mit drin. Das heißt, ich habe dem Kunden nur die tatsächliche Arbeit vor Ort in Rechnung gestellt. Wenn du aber 2 Stunden am Tag unterwegs bist, von Kunde zu Kunde und zum nächsten Kunden, dann sind das 2 wirtschaftlich verlorene Stunden. Und das, wer arbeitet noch umsonst? Also das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, ich werde das jetzt auf jeden Fall umsetzen. Und da habt ihr mir auch super geholfen. Ne? Ein großer Erfahrungswert für mich. Ja, das sind die, also für dich heute und für die Unternehmer, die heute noch da sind und gerade so einen Aha-Moment hatten von wegen, oh mein Gott, ja, ich bin ja 1,5-2 Stunden jeden Tag im Auto unterwegs und das hängt von Region zu Region ab. Allerdings ist das das Geld, was dir später fehlt, um dir als Selbstständiger Urlaub leisten zu können. Weil du arbeitest und arbeitest und arbeitest und hast aber nichts, was du in Rechnung stellen kannst. Ja, und wir als Selbstständige, wir kennen es mehr oder weniger alle, in dem Moment, wo wir Urlaub machen, kommt erstmal weniger Geld rein. Das ist das Gemeine, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und Carsten hat dir, werter Zuhörer, werter Zuschauer, gerade den Trick, wenn ich so meine, es ist ja nicht mal wirklich ein Trick, es ist der Standard. Sobald ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat, müssen sie das so berechnen, weil sonst könnten sie sich auch keine Mitarbeiter leisten oder ähnliches. Weil spätestens die wollen bezahlt werden, wenn die hin und her gondeln. Genau, das ist der nächste Punkt. Das war auch ein Argument für mich, was ich auch dem Kunden dann transparent erklärt habe, dass ich gesagt habe, sobald ich Mitarbeiter habe, muss ich das sowieso in Rechnung stellen. Ja, weil die arbeiten nicht umsonst und für die ist das Arbeitszeit. Und da waren eigentlich die meisten Kunden waren da sehr verständnisvoll und haben das dann auch, sind das den Weg dann so mitgegangen. Man muss es transparent erklären. Ne? Ich habe gesagt, ich habe jetzt Ihnen 2 Jahre Arbeitszeit geschenkt. Ja. Jetzt ist die Zeit der großen Geschenke vorbei. Erstmal. So etwas witzig ausgedrückt. Ja. Aber tatsächlich ist es so. Es macht keinen Sinn, für nicht zu arbeiten. Ne? Ja, du hast ja deine Leistung beibehalten. Es ist ja nicht so, dass du hingegangen bist und gesagt hast, alles klar, ihr zahlt mir jetzt 15 Minuten Wegezeit jedes Mal, wenn ich hier bin und dafür arbeite ich jetzt schlecht oder so. Du hast ja, und jetzt geht's um das kleine R an deinem Namen, was ich super geil finde, du hast ja deinen Firmennamen schützen lassen, hast ja einen Trademark gesetzt oder einen registriert. Genau. Erzähl den Zuschauern, ich weiß einen Teil der Geschichte natürlich schon, aber erzähl doch mal, wie bist du drauf gekommen, dass du deine Firmennamen schützen lässt? Also, weil ich CD Premium schützenswert finde. Das war der Grund, weil es für mich was Besonderes ist, auf jeden Fall. Unsere Dienstleistung ist was Besonderes. Das sollte mit diesem R auch ausgedrückt werden. Es ist für mich eine Marke, die ich aufbauen möchte und den Bekanntheitsgrad weiter voranbringen möchte. Und ich hatte vor vielen Jahren, vor, weiß nicht, 3, 4 Jahren, hatte ich mal daran gedacht, während ich beim Kunden Grundstückpflege gemacht habe, habe ich gedacht, ich müsste eigentlich sowas machen und habe mich dann auch anwaltlich beraten lassen, aber habe das dann noch nicht umgesetzt. Und dann waren wir mal wieder in einem Call, dann war ich schon im Call ein Teilnehmer und dann hast du mal irgendwann gesagt, ja, Carsten, wenn du das jetzt nicht machst, dann melde ich das morgen an. Dann hole ich mir das R für CD Premium. Und dann habe ich am nächsten Tag sofort einen Anwalt angerufen und habe das mit dem machen lassen. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also für die Zuhörer, ich hätte es nur gemacht, wenn das ein Jahr lang nicht geschützt hätte. Ich finde, bei Carsten kam das sehr gut rüber, als wir live darüber gesprochen haben, auch in Berlin. Also Carsten und ich hatten jetzt auch schon ein paar Mal das Vergnügen, uns live zu sehen bei dem Gebäudereinigertreffen in Köln. Und du bist auch extra nach Berlin gekommen, um da mit Nico, mit Felix eine tolle Zeit zu verbringen. Die Jenny war auch da. In dem Sinne erstmal schöne Grüße an euch raus. Und Carsten hat, ich weiß nicht, wie es hier rüberkommt, schau einfach mal selber in die Kamera. Carsten hat ein unglaubliches Funkeln, als er über seine Marke und über seine Firma gesprochen hat, in den Augen. Und da habe ich mir gedacht, naja, so ein bisschen Motivation hilft ja.
Und siehe da, voller Stolz. Und du hast ja selber gesagt, es war kein einfacher Prozess. Der Anwalt hat von vornherein gesagt, schauen wir mal. Ja, ja. Ne, überhaupt den Mut zu haben, dann den Schritt zu gehen und sowas zu machen. Ich finde das cool. Also ich kann das immer nur bewundernd und als Kompliment an dich zurückgeben. Dankeschön. Carsten, eine letzte Frage noch. Und das dient den Zuschauern als auch dir als Zeitkapsel. Ich hatte Carsten im Voraus erzählt, ich sage, wir machen diesen Podcast hier und ich plane meinen Podcast noch sehr, sehr lange zu machen, weil das macht mir unglaubliche Freude. Und vieles von dem, was der Carsten sich bewusst oder unbewusst gewünscht hat, ist jetzt in, wie lange gehen wir zusammen? 1,5 Jahre, ne? Bisschen länger geht unsere Reise jetzt, etwas mehr wie 1,5 Jahre. Die Frage ist, was soll in Zukunft noch passieren? Und jetzt träumen ruhig gerne groß, wir verewigen das hier und in 1,5 Jahren habe ich mir überlegt, machen wir den nächsten Podcast und schauen, was passiert ist. Bitte, es ist deine Bühne. Was wünschst du dir für die Zukunft, für CD Premium, für Carsten Doscher? Also ich wünsche mir auf jeden Fall, oder mein Plan ist, CD Premium bekannter zu machen, auf jeden Fall. Ich wünsche mir dafür Mitarbeiter. Das heißt, wir arbeiten extrem daran, an der Mitarbeitergewinnung. Habe ich dir ja auch schon erzählt, wir sind da im Hintergrund dabei. Und ich möchte ich eine Sache sagen. Seit letzten Dienstag habe ich meine erste Mitarbeiterin. Also das ist einfach eine positive Entwicklung. Die wird mich im Büro unterstützen, ja, weil das ist auch Arbeitszeit, die nicht produktiv ist letztendlich. Ja, erwirtschaften damit kein Geld mit Rechnung schreiben und Abschlüssen machen. Ja, und da werde ich ein bisschen entlastet, freue mich darauf. Und ja, kurzfristig möchten wir uns der Digitalisierung noch annehmen. Das heißt, Online-Kampagnen, du weißt, ich bin jetzt nicht der IT-Freak. Ich brauche immer wieder Unterstützung da, wie eben auch, um das hier an den Start zu bringen. Aber die Digitalisierung, das heißt für Online-Kampagnen, da arbeiten wir gerade auch dran. Das ist so ein mittelfristiges Ziel. In ein paar Jahren, in 5 Jahren, möchte ich eigentlich gerne ganz woanders sein. Also mit CD Premium. Ja. Da habe ich auch Ziele, aber die verrate ich dann vielleicht in 1,5 Jahren mal. Da freue ich mich riesig drauf. In dem Sinne, ich bedanke mich erstmal bei Carsten. Danke, dass du den Podcast mit mir gemacht hast. Danke, dass du diese wundervolle Zeit mit mir verbracht hast. Ich möchte mich bei dir als Zuhörer bedanken, wann immer du Interesse hast. Und jetzt haben wir natürlich ganz viele Kanäle, wo das hier alles verstreut ist. Du wirst irgendwo einen Link finden, hier oben rechts, hier unter dem Video, unter dem Podcast, wo du mit uns respektive mir in Kontakt treten kannst. Und dann freue ich mich natürlich, dich auch in der Community begrüßen zu dürfen. Und ich spreche jetzt einfach mal in Carsten seinem Namen. Er freut sich auch, dich dort kennenzulernen. Auf jeden Fall. Ich freue mich immer über neue Persönlichkeiten, die einen ja immer wieder auch Neues beibringen. Ne? Man lernt viel voneinander. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken, Alex, dass ich hier bei dem Podcast mal dabei sein durfte. Das ist eine große Ehre für mich. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn ich den dann sehe und höre. Ja, und dann schauen wir mal, wo die Zeit uns hinbringt. Eben und auf den nächsten Mittwoch-Call freue ich mich auch schon wieder. Mit diesen wundervollen Worten verabschiede ich mich. Wenn du den Mittwoch dabei sein willst, lass es mich wissen. Irgendwo hier findest du Kontaktmöglichkeiten. Wir sehen uns. Auf bald. Dein Alex.